Die Bilderberger sind ja relativ bekannt und wir haben auch zwei Leute aus England, die würden auch mal gerne Grüße übermitteln. Die Leute kommen haben aus verschiedenen Ländern, um ihren Protest auszudrücken und ich finde das super. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Willkommen zum nächsten. Thank you. Yeah, me and my friend have come from England to protest the Bilderberg. Like, I know many of you don't speak English, but I'm going to try anyway. But I think it's really important that people are getting out there to expose this bunch of criminals that meet in secret. Shouldn't be right that a bunch of politicians meet with military leaders and businessmen to decide what goes on in the world. This is our choice, this is our world, and we're kept away from those decisions, and they keep those business meetings absolutely secret and have the police do their dirty work for them. So well done to all of you guys for protesting the Bilderberg, and I hope to see this movement growing to get these criminals where they belong, in jail. Ich denke, die wesentliche Message kam an. Vielen Dank und viele Grüße nach England zurück. Mein Name ist immer noch Lothar Lange. Und zwar, da die Bilderberger Konferenzen unter Ausschluss einer demokratisch legitimierten Öffentlichkeit stattfinden, können wir nur wegen der zeitlichen Korrelation ihrer veröffentlichten Tagesordnungspunkte und Teilnehmerliste zu weltgeschichtlichen Ereignissen, vor allem personalen Entscheidungen, im Nachgang schließen, wessen Geisteskindes diese Konferenzen seit 1954 darstellen. Die Anzahl, die Namen der Nachwuchspolitiker, die bevor ihre Karrieren in Schwung kamen, Angela Merkel, Helmut Schmidt, Ursula von der Leyen, Schäuble, Clinton und so weiter, nach einer Bilderberg-Konferenz dann Präsidenten, Kanzler oder Minister wurden. Bei der Bilderberger Konferenz gecastet, gebrieft und bestätigt wurden, lässt empirisch begründbar darauf schließen, dass die Bilderberger Konferenzen als Talenteagentur für Nachwuchspolitiker Alleinstellungsmerkmals zu anderen Denkfabriken haben. Ihre spezifische Aufgabe, Personalmanagement als Funktion zu erfüllen hat, dass anlässlich der Bilderberger Konferenzen entsprechende Weisungen an die Medienvertreter gereicht werden, die politischen Shootingstars entsprechend zu hypen oder ernannte Politiker-Marionetten wieder aufs alte Teil zu propagieren. Mit zum Beispiel den Bilderberger Konferenzen werden gleich der virtuellen Finanzwirtschaft politische Entscheidungsprozesse anonymisiert und damit die öffentlich-demokratisch legitimierte Politik unterlaufen. Jetzt kommt ein Zitat wohl von einem Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberger Konferenz. Ich zitiere aus NTV Internet. Ich zitiere ausdrücklich. Vor der Bilderberg Konferenz in Dresden hat der Vorsitzende Henry de Castries Kritik an der jährlichen Gesprächsrunde einflussreicher Persönlichkeiten zurückgewiesen. Warum konzentriert man sich so auf die Geheimhaltung? Auf die Geheimhaltung Bilderberg, wenn es jeden Tag zehntausende Treffen gibt, deren Inhalt nicht öffentlich ist, sagte er in einem Interview. Bei der Konferenz gelten die sogenannten Chatham House-Regeln, die den Teilnehmern die Verwendung von Informationen des Treffens nur erlauben, wenn sie die Identität des Sprechers nicht offenlegen. Ich zitiere weiter. Bei der Konferenz würden keine Entscheidungen getroffen. Es sei ausschließlich ein informeller Meinungsaustausch. Es ist kein Parlament, keine operative Organisation, so de Castries, Chef des französischen Versicherungskonzerns AXA. Bei der Bilderberg-Konferenz diskutieren Politiker, Wirtschaftsbosse, Akademiker und Journalisten hinter verschlossenen Türen über aktuelle Themen.
Die Bilderberg-Gruppe, die im Jahre 1954 auf Initiative des niederländischen Prinzen Bernhard gegründet wurde, so stellt er es dar, und nach ihrer ersten Tagungsstätte benannt ist, will den Dialog zwischen Europa und Nordamerika befördern. Es ist immer wieder darauf hinzuweisen, exemplarisch, der Herr Gutenberg, denen wir alle als Fälscher einer Doktorarbeit kennen. Die allerwenigsten wissen, dass die Doktorarbeit, die Herr Gutenberg damals gefälscht hat, inhaltlich um das Thema rankte, wie sich die Rechtsverhältnisse der USA und der Europäischen Union gleichschalten lassen. Also Ende des Zitats des NTV-Internets. Dazu wäre jetzt meinerseits zu sagen, dass ich nicht weiß, ob der SS-Reiterstaffel Prinz Bernhard bis 1945 im Deutschen Reich keine schlechtere Figur abgegeben hat zu Hitlers Zeiten, denn als Begründer der Bilderberger Konferenz, die mit ihrem vermeintlichen informellen Format mit diesen Spitzen menschlicher Elite der USA und Westeuropa aus Finanz-, Wirtschafts-, Militär-, Computer- und Medienzirkeln, wie sie glauben, nicht zu verwechseln mit der mediokren, also mittelmäßigen Personage der anderen Zehntausenden informellen Treffen auf der Welt zu vergleichen ist, halt die Bilderberger vorgeben, beim Kaffee trinken und plaudern, diese Bilderberger einen verheerenden Flurschaden mit den anderen Denkfabriken ausgelöst haben. Die horrende Steigerung der auf der Erde durch kriegerische Handlungen umgebrachten Menschen durch Bomben, Kugeln, Hunger, Verdursten etc. verschuldet haben. Nach dem Ende der SS-Reiterstaffelkarriere des Prinzen Bernhard, nach der Schließung von Auschwitz 45 und nach der Gründung der Bilderberger Konferenz 1954, sie die Leichenzahlen auf dieser Erde brutal gesteigert haben, das menschliche Leid, und dieses zu verantworten haben. Rassismus, Faschismus, Imperialismus und Totalitarismus auf der Welt befördern. Denn Informationen sind schon immer machtpolitische Vehikel gewesen. Erst recht durch ihren informellen Anspruch zu Insiderhandel führen und dann der Machtmissbrauch solcher Kartelle umso aggressiver durch Datenschutz und Bankengeheimnis gedeckt zur Entdemokratisierung und Entpolitisierung der Menschheit zielt. Insiderhandel an der Börse soll kriminell sein. Politiker verfügen über Immunität und sind deshalb als sichtbare Werkzeuge auch bei offensichtlichen Fehlentscheidungen und Verbrechen wie Krieg und Ausbeutung anderer Länder straffrei. Das macht die Politiker Marionetten für die, die im Dunkeln stehen, denn die sieht man nicht, hatte schon Bertolt Brecht formuliert. Geheimen Machtklüngel, oben aufgezählt, der weißen Herren, Rassenelite so nützlich, da die Ausplünderung unterjochter Völker anderer Länder zunehmend schwieriger gelingt, hat die Ausbeutung eurozentrischer Völker mittlerweile einen höheren Stellenwert. Obendrein ließen sich solche informellen Meinungsaustauschwilligkeiten, wie sie die Bilderberger Konferenzen aufweisen, mit modernen digitalen Medien ökologischer und deutlich billiger durchführen. Das hierdurch gesparte Geld für die Konvertierung der Rüstungsbetriebe in Friedensproduktebetriebe eingesetzt werden könnte. Doch in einer Zeit, wo der Akkumulationsprozess, der von Karl Marx vor über 100 Jahren analysiert wurde, mittlerweile sein monopolkapitalistisches Stadium erreicht hat
Oxfam schreibt, über 50% des Weltvermögens befinden sich in den Händen von 1% der Menschen, was darauf schließen lässt, dass wir uns am Zenit dieses geschichtlichen Prozesses befinden und die Superreichen ihr Vermögen erhalten, weiter anhäufen wollen und sich dieses nur durch noch mehr Schulden, mehr Kriege und mehr Ausbeutung, mehr Rassismus, mehr Imperialismus und Kolonialismus auf der Welt erweitern lässt. Oder aber diese Strategie mit dem Sturz dieser Zuspitzung durch ein Levant en masse, Aufstand der Mehrheit, der Vernünftigen, ein rettendes Ende findet. Lasst uns deshalb exemplarisch und zahlreich gegen die Arroganz der Macht mit einem emanzipatorisch aufklärerischen Anspruch protestieren. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.